zweier Mannschaftsturnier. Heute Januar 2015, Herren SA Viertelfinale. Aufschlag Steffen Körner. Mittlerweile U40, recht erfolgreich. Bei bayerischen Seniorenmeisterschaften. Jetzt Aufschlag Marius Zaus, die oberes Paarkreuz Tischtennis Regionalliga. Die Kasspielvereinigung erfolgreich. War schon zu U18-Zeiten jahrelang Bayerns Top-Talent Nummer 1. Allerdings nicht ganz, denn hatte das Unglück, gleicher Jahrgang zu sein wie Kilian Orts. Und der war dann doch noch ein Hauch besser. Vor allen Dingen auch noch jünger. Deutscher Jugendmeister, Kilian Ort, ja. Steffen Körner. Viele Jahre, Jahrzehnte sogar einer der besten Doppelspieler Mittelfrankens. Natürlich schon allein durch die Tatsache, dass er Linkshänder ist. Nicht mit 3D, nur in HD. Ein kleines Werbejingle mit Steffen Körner. Wieder zurückgekehrt zum TV Altdorf. Da hat er schon viele Jahre gespielt. Dann war er mal letztes Jahr in der Oberliga unterwegs. Beim TSV Stein. Marius Zaus wohl eine Nummer zu groß für ihn. Hier dürfte dieses Turnier hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch gewinnen. Konkurrenz kommt ohnehin nur aus dem eigenen Verein, und zwar von Alexander Ratasep, der aber in der Vereinsrangliste auch hinter Zaus steht. Regionalliga Mittleres Paarkreuz. Zaus spielt mit Tobias Ehret und Ratasep mit Könne. Und der ist dann aus der zweiten von der Feldrich, und damit sind eigentlich die Duftmarken hier gesetzt. Thank you.
hat natürlich immer noch sehr gute Aufschläge. Aber Zaus natürlich ebenfalls. Und da sieht man an diesem letzten Ballwechsel, dass der Körner logischerweise aufgrund des Alters die Spritzigkeit, die Schnelligkeit nicht mehr so da ist, wie man sie bräuchte. Technisch hat er nichts gelernt. Sehr sicheres Repertoire, sehr sicheres Händchen. Aber wenn die Ballwechsel schnell werden, dann ist er nicht mehr dran. Logisch. Ist natürlich auch eine extrem unglückliche Auslosung, wenn man in der ersten K.O.-Runde gleich gegen die Top-Favoriten aus der Regionalliga kommt. Bei besserer Auslosung wäre da vielleicht noch die eine oder andere Runde mehr drin gewesen. Nachdem es ihm nichts zu verlieren gibt, macht Körner jetzt das, was er sehr gerne zwischendurch immer wieder macht. Nämlich den Eberhard auspacken, den alten Eberhard Schöler, also Schnittverteidigung. Das kann er sehr gut. Aber das bringt er natürlich ab Bayernliga aufwärts nicht mehr allzu viel, sei denn man hat einen gefährlichen Abwehrbelag dabei und trainiert das auch. Genau, das ist ja nur aus Spaß und der Freude. Als Einlage für den Kameramann. Ja. Drei zu null für Marius Zaus.